Moin, moin, liebe Leute. Servus und Waldmanns Heil. Schönen guten Abend wünsche ich euch. Hier ist wieder euer Carlos. Herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Pokémon Aurora. Ich grüße natürlich erstmal wieder alle, den Sergey, den Michael, MC Butterberg, den Markus Mick, die Pinky, den Lukas. Also ich grüße euch wieder alle. Schönen, herzlich guten Sonntagabend. Ich hoffe, ihr hattet eigentlich ein gutes Wochenende, beziehungsweise habt es noch und euch geht es gut. Mir geht's auch super. Und ja, herzlich willkommen zurück zu Nocturne. Pokémon Aurora, so. Im letzten Part gab es wieder sehr viel Drama und wir haben einen sehr schweren Verlust erlitten, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir müssen alle Leute evakuieren zum Rasthaus am Eingang. Und wir haben einen neuen Partner, nämlich Milo, was ein Fukano ist. Und ja, da bin ich mal gespannt, weil Fukano wird ja nicht so OP sein wie Tauros mit einem Erdbeben. Von daher, ja, würde ich mal sagen, wir fangen an und müssen erstmal Mark eskortieren und dann mal gucken, ob wir Erfolg haben. Oh, ist wieder ein bisschen arm. So. Da ist irgendwie ein Fehler. Ich kann keinen Schritt weiter gehen. Komisch. Naja, okay. Ja, okay. Ja, der Tag hatte mit einem Besuch in der Safari-Zone angefangen. Jetzt habe ich jemanden getötet. Ach, wie sehr ich mir doch wünsche, dass das alles nur ein böser Traum ist. Ist es leider nicht. Hä? Also irgendwie kann man da nicht. Okay. Ich habe ihr nichts mehr zu sagen. Beeilt euch, ich will hier endlich weg. Okay. Milo, los geht's. Oh, Tauros, nein, bitte nicht. Okay, Bodycheck ist doch eigentlich recht OP. Okay, hätte ich nicht mitgerechnet jetzt. Oh, ich hasse Pokémons mit Fernkampfattacken. Warum kommen die denn nie, wenn sie kommen sollen, die Zombies? Warum nicht? Bitte mal. Falscher Weg, ja super. Ich würde aber erstmal sagen, die Zombies lassen wir erstmal zum größten Teils. Also, weil mit Überlebenden ist das immer so ein bisschen blöd, wenn man die alle an der Hacken hat. Warum sind hier überall welche? Hey, wo muss ich denn hin? Wo ist denn das nächste Rasthaus? Oh, nee, ne? Das kommt davon, wenn hier immer so viele verschiedene Wege sind und die Safari-Zone ist ja manchmal etwas verwirrend. Aber egal. Wir haben ja mehrere Versuche, also diese Richtung geht. Ja, toll, super. Elias, warum? Warum habe ich meinen Tauros nicht mehr? Warum? Hä? Warum können die mich erreichen, wenn ich hier oben bin? Ah, Leute, wisst ihr was? Wir machen jetzt noch mal von vorne.
Ey, das gibt es doch nicht. Okay, Leute, also der heutige Part ist wieder etwas mit Fails verbunden. Weil ich wieder nicht hier weiß, wo man hier hin muss. Aber ich muss auch dafür sagen, zu meiner Verteidigung, ich habe Aurora lang nicht mehr gespielt. Und ständig Pokémon hier zu haben, die Fernkampfattacken können, das... Komm jetzt her, Quapsel. Na, endlich. So, die restlichen können wir wieder mit Bodycheck wegmackeln. Ah, warum kriegt der mich denn? Ich hab doch... Boah. Das jibbelt doch nicht. So, jetzt aber Bodycheck. Woo. Ach komm, jetzt mach doch nicht den wieder. Leute, ihr merkt es, glaube ich, weil ich habe heute etwas, ja, von der Laune her nicht so gut. Also ich habe eigentlich gute Laune, aber, ja, ich weiß nicht, ach, ich weiß gerade wirklich nicht. Aber was soll's, das kommt jetzt halt gerade, weil ich hier schon wieder, die ganzen... Also, Zombies sind das für mich schon wieder zu viele, nach meinem Geschmack, also irgendwie... Ah. Also, Tauros hat mir besser gefallen, Leute. Tauros war OP. Ach komm, Junge, ach komm! Lauf doch einfach ganze Zeit gerade auf mich zu. Das ist doch viel besser. Aber ist, glaube ich, auch viel besser, wenn ich jetzt erstmal ein bisschen aufräume, weil irgendwie, ja, sonst wird es ein bisschen hässlich. So. Warum nur, warum immer diese Pokémon mit Fernkampfattacken? Warum? Warum können Zombie-Pokémon überhaupt noch ihre Fernkampfattacken? Das ist sowas von unlogisch. Die können sich doch gar nicht mehr an ihre, an sich ihre Attacken und ihr früheres Leben erinnern. Wenn man es mal so sehen will. Aber eigentlich, eigentlich dürfte es nicht gehen. Ich sag's euch immer noch, Leute, Tauros war das beste Pokémon mit Erdbeben, was wir hatten. Was wir je hatten, wirklich. So, jetzt ist der Weg frei, endlich. Ich finde wirklich, manchmal sind hier zu viele Pokémons. Komm her, Radfratz. Put, 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 put. Put, 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 put. So. Oh, das war der Reporter. So. Ah, hier sind schon ein paar andere. Okay. Ich hole noch die anderen beiden. Geh du schon mal ins Haus. Alles klar, sei vorsichtig. Jo. Dann sei man vorsichtig. He's nice, he's nice. Ah, und hier sind schon wieder neue. Really?
Ich habe doch jetzt gerade erst aufgeräumt. Warum? Ach, komm doch jetzt her. Oh, ich hasse das immer. Dieses schlecht programmierte, dass sie einfach nicht kommen wollen. Ach, Traumato, ach komm. Traumato schön und gut, aber können wir nicht gebrauchen. Ich räume erstmal richtig auf. Ach komm schon. Warum? So, who is the next one? Du kannst Nico als nächstes mitnehmen. Er lässt mir sein Messer zur Sicherheit hier. Okay, pass auf dich auf, Celine. Das hört sich nicht gut an. Sie hat alles verloren mit dem Messer alleine. Das hört sich nicht gut an. Ich komme als nächstes mit. Ich habe Celine mein Messer gegeben, nur zur Sicherheit und so. Gehen wir? Ja, los geht's. Jo, dann machen wir mal eben ein Zwischensafe. Da. Oh. Der hatte ja nicht mehr viel zu sagen. Hä? Ich hab mich jetzt schon wieder verlaufen? Oh. Irgendwie ist heute absolut nicht mein Tag, Leute. Irgendwie habe ich heute einen komischen Tag. So, hier war ja auch noch einer drin. Den können wir auch eben platt machen. Einfach nur so, weil wir es können, ne? Irgendwie läuft das heute gar nicht rund. Geh schon mal ins Haus. Marc ist auch schon drin. Danke fürs Herbringen, Alter. Wir sehen uns dann. Okay, Leute. Dann gehen wir noch zurück und holen Celine. Hoffentlich hat sie die sich mit dem Messer nichts angetan. Was ich aber leider stark befürchte. Aber Fukano, muss ich sagen, mit Bodycheck ist eigentlich ein sehr guter Ersatz für Tauros. Aber Tauros kann nichts ersetzen. Also Tauros ist eigentlich immer noch mein absoluter Favorit. Also, ah. Aber was sollen wir machen, Leute? Wir können leider nicht zaubern. Tauros hat sich geopfert. Es war halt so ein kurzer Moment. Wir hatten ein überstarkes OP-Pokémon. Und dann wurde es uns eiskalt aus den Händen gerissen. Warum, Ah. Sie hat sich mit Nikos Messer die Pulsadern aufgeschnitten. Das war wohl alles zu viel für sie. Verdammter Mist, was soll heute bloß noch alles passieren? Wir können nichts mehr für sie tun, Milo. Leider. Gehen wir. Fukano. Wir können nichts mehr für sie tun.
Ja, kann man aber auch verstehen. Also, man hat es ja schon geahnt. Also, ich konnte es wirklich verstehen, weil sie hat ihr Carmen verloren, ihren Oliver. Also, ja, ist schon schwer genug, aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie das wirklich macht. Dass sie sich was antut, aber okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen zu den anderen zurück, damit wir endlich mal hier rauskommen. Ja, alles klar. Als ob. Ja, als ob, Alter. Als ob. Ja, Alter, was ist das denn hier heute? Meine Güte, ey. Alter, ey. Das ist ja heute irgendwie. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Haben wir irgendwas im Beutel? Ja, wir haben eine Beere. Wir nehmen jetzt immer eben eine Beere einfach. Das geht wohl. Ah, Elias, du bist zurück. Geht es dir gut? Naja, den Umständen entsprechend würde ich sagen. Moment mal, wo ist Celine? Ach. Heißt das etwa... Oh Gott. Wenn du Zeit hast, könnten wir uns dann mal kurz unterhalten? Meinetwegen. Hey Milo, wetten der Typ will, dass wir irgendwas für ihn erledigen? Hatte ich heute schon zu oft. Puh, Fukano! Ja, was würde der denn wohl wollen? Aber ich würde mal sagen, wir reden erstmal mit den Leuten, ne? Hi! Hallo. Du bist also Elias. Deine Freunde haben gesagt, du hast sie mehrmals gerettet. Eigentlich waren das meine Pokémon und eigentlich sind die Typen nicht unbedingt meine Freunde. Oh, ach so, ich bin jedenfalls Nancy. Freut mich, Nancy. Ich glaube, wir sind uns vorhin schon mal begegnet. Kann sein. Ich habe so eine schreckliche Angst, Elias. Versuch an etwas Positives zu denken. Wir kommen hier schon irgendwie raus. Ich versuch's. Okay, das ist die Nancy. Wer ist das? Hallo. Sie sehen aus wie ein Forscher. Haben Sie eine Ahnung, was hier überhaupt vorgeht? Ich meine, diese Verrückte namens Ronja hat irgendwelche kranken Pokémon aus ihren Bällen gelassen. Haben Sie gesehen, was da draußen abgeht? Wie ist sowas nur möglich? Das ist eine interessante Frage, junger Mann. Ich habe mir bereits Gedanken darüber gemacht, aber bisher kann ich auch nur mutmaßen. Ich war nicht draußen, habe den Wahnsinn aber durch das Fenster gesehen und die anderen Leute hier haben mir davon erzählt. Ich habe mir eine Theorie überlegt, allerdings ist es eben nur eine Theorie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich dabei um eine Art Krankheit handelt. Ja, ach nee. Nachdem, wie mir die Leute den Verlauf beschrieben haben, ich könnte mir vorstellen, dass sich die Pokémon erst im Pokéball sozusagen verwandelt haben. Ja, das ist eine ziemlich, in Anführungszeichen, echt gute Theorie. Wunderbar. Die Pokébälle sind so konstruiert, dass sie nur die DNA von Pokémon erkennen. Deshalb kann man auch keine Menschen oder gar Gegenstände fangen. Wie auch eine Vergiftung weiter wirkt, wenn sich das Pokémon im Ball befindet, wird sich wohl auch die Infektion weiter ausbreiten, bis das Pokémon letztendlich stirbt und es sich dann in dieser Art, ja, mit was könnte man das eigentlich vergleichen? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Theorie. Um das näher zu erforschen, benötige ich natürlich ein Exemplar dieser Kreaturen, sowie die entsprechenden Gerätschaften im Pokémon-Labor. Ich denke, dass diese Frau, von der du sprichst, infizierte Pokémon gefangen hat und diese sich im Pokéball sozusagen transformiert haben. Das ist gut möglich. Ich schätze, ihre Theorie könnte stimmen. Ich hoffe, wir kommen lebend aus der Safari-Zone heraus und können ein Gegenmittel finden, sollte es sich dabei tatsächlich um eine Krankheit handeln, wovon ich mal stark ausgehe. Ja, ich hoffe auch, dass wir einen Weg hier rausfinden. Danke für Ihre Meinung. Kein Problem, junger Mann. Wir müssen in dieser Situation jedenfalls einen kühlen Kopf bewahren.
Okay, dann reden wir mal mit Mark. Werden wir hier jemals rauskommen? Meine Hoffnung schwindet jedenfalls immer mehr. Hast du mein Messer wieder mitgebracht? Ist das gerade echt deine einzige Sorge? Es hilft mir, mich im Notfall zu verteidigen. Ich finde schon, dass das wichtig ist. Also, hast du es dabei oder nicht? Die Wahrheit sagen, eine Lüge erfinden. Wir haben hier jetzt noch zwei Antwortmöglichkeiten. Ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, wir bleiben bei der Wahrheit, ne? Ja, ich würde mal sagen, wir bleiben bei der Wahrheit, ne? Oder sollen wir lügen? Hat das irgendwie nachher eine Auswirkung? Sag, wir sagen die Wahrheit. Nico, Celine hat sich mit deinem Messer die Pulsadern aufgeschnitten. Sie ist tot. An dein Messer habe ich nicht mehr gedacht. Sorry. Du verscheißerst mich doch nicht etwa, oder? Fuck, Mann, das darf doch alles nicht wahr sein. Das ist einfach zu krass. Mann, scheiß auf das Messer. Ich hätte in so einer Situation wohl auch nicht daran gedacht. Ja, das ist leider so. Wir reden mal mit dem Park Ranger. Also, du bist Elias, richtig? Schön, dich kennenzulernen. Ebenso, Kevin. Woher kennst du meinen Namen, wenn ich fragen darf? Steht auf deinem Namensschild. Oh, stimmt ja. Naja, jedenfalls wollte ich dich fragen, ob du mir, oder besser gesagt uns, einen kleinen Gefallen tun könntest. Erst einmal würde ich gerne wissen, warum die Eingangstür der Safari-Zone abgesperrt wurde. Du müsstest doch einen Schlüssel dafür haben, oder? Schon, allerdings scheint die Tür von der anderen Seite versperrt worden zu sein. Das ist das Problem dabei, weißt du? Heißt das, die haben uns eingesperrt? Wieso zum Henker? Was soll denn der Mist? Nun sag schon. Ich weiß es doch auch nicht, aber ich kenne einen anderen Weg hier raus. Es wurde nämlich extra eine Art Fluchttunnel für die Safari-Zone eingebaut. Ach ja, jetzt erinnere ich mich gerade wieder an dieses schwere Rätsel, was danach herkommt. Stimmt, das habe ich schon wieder ganz ausgeblendet. Das Rätsel, das wird mich noch sehr wieder beschäftigen, aber ich meine, ich bekomme das noch hin. Aber das Rätsel ist wirklich ein bisschen nachher, was kommt, abfuck. Es wurde nämlich extra ein Fluchttunnel für die Safari-Zone eingebaut, für Notfälle wie diesen. Oh. Ich bekomme wieder so eine leichte Müdigkeit. Das ist die Sonntagsmüdigkeit. Wobei, mit so einer Katastrophe hätte wohl keiner gerechnet. Und du weißt, wo dieser Fluchttunnel ist? Na klar, wir Ranger sind ja auch diejenigen, die die Besucher sicher dorthin bringen sollen, in Fällen wie diesen. Warst du zufällig in dem Rasthaus bei den kleinen Gewässer? Ist recht abgelegen und liegt nicht auf der direkten Route, wo früher das versteckte Haus war. Weißt du, welches ich meine? Ich glaube schon. Das wäre das einzige Rasthaus, wo noch keiner nach Überlebenden geschaut hat. Und ich würde schon gerne alle lebend hier rausbringen. Ah, lass mich raten, diese Aufgabe sollen Milo und ich übernehmen, richtig? Oh, ist das nicht das Fukano von diesem Mädchen, was vorhin hier war? Du passt also jetzt auf ihn auf? Ich glaube, bei dir ist er in guten Händen. Deine Kumpels da hinten haben mir erzählt, was ihr widerfahren ist. Sie hatte übrigens auch im nächstgelegenen Rasthaus nachgesehen. Dort gab es keine Überlebenden. Und wie Mark mir erzählte, wart ihr vorhin im Rasthaus, im neuen Areal und in dem Zentrum der Safari-Zone. Also bliebe nur das abgelegene Rasthaus beim Gewässer. Bitte, du musst nur kurz rein und schauen, ob es Überlebende gibt. Ach, du bist ja doch der Park Ranger. Das ist deine verdammte Aufgabe, nicht meine. Ich habe oft genug das Leben der Pokémon und mein eigenes aufs Spiel gesetzt, um den Leuten zu helfen. Jetzt ist es genug. Aber, ich habe nichts, womit ich mich verteidigen kann. Nicht mein Problem. Ich werde dir sagen, was Milo und ich jetzt tun werden. Wir setzen uns dort drüben an die Wand und ruhen uns ein wenig aus. Was du oder die anderen
Was du oder die anderen tun, ist mir egal. Also gut, du hast ja recht, ich gehe selbst. Aber wenn es mich erwischen sollte, kommt ihr hier gar nicht mehr raus, das solltest du bedenken. Der Fluchttunnel liegt recht versteckt. Dort gibt es außerdem einiges an Sicherheitsmechanismen. Sicherheitsmechanismen? Ich dachte, der Fluchttunnel ist so eine Art Notausgang. Ja, aber der Gedanke dahinter ist, dass immer mindestens ein Angestellter der Safari-Zone dabei sein muss, wenn man ihn betritt. Schließlich führt der Fluchttunnel auch an einen versteckten Ort. Ohne die Sicherheitsmechanismen könnte ja einfach jeder in dieser Safari-Zone einbrechen, wenn er den Ort zufällig entdeckt. Naja, die Idee mit dem Fluchttunnel ist halt leider noch nicht ganz ausgereift. Das ist uns bewusst. Aber der Tag der Eröffnung stand bereits fest und wir wollten die Leute nicht länger warten lassen. Okay, fein, ich gehe zu diesem komischen Rasthaus und sehe nach, ob es Überlebende gibt. Danach wirst du Milo, mich und die anderen ohne Umschweife und weitere Gefallen durch den Fluchttunnel führen. Ist das ein Kompromiss? Ja, so machen wir das. Gut. Ich gebe dir Bescheid, wenn wir uns in diesem Rasthaus umgesehen haben. Warte kurz. Ich habe hier noch eine TM für dich. TM 35, um genau zu sein. Sie beinhaltet die Attacke Flammenwurf. Ich habe mir die TM mal gekauft und erst zu spät bemerkt, dass mein Pokémon sie nicht erlernen kann. Ziemlich dämlich von mir, ich weiß. Hier, du kannst sie jedenfalls haben. Jo, wir haben die TM 35 bekommen. Jawoll. Nett von dir. Danke. Bitte, bitte, ich hoffe, die Attacke wird deinem Fukano helfen. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg zu diesem Rasthaus. Danke. Okay, jetzt haben wir eine Spezialattacke. Das haben wir ja, wie gesagt, auch bei den anderen alle, ne? Von daher, ja. Wir haben es auch bei den anderen Pokémon-Spielen. Ich muss mal eben kurz was gucken, Leute. Okay. Wir setzen Flammenwurf ein mit der zweiten Taste. Und doppelten Schaden, das kennen wir ja schon alle. Okay, dann würde ich mal sagen, zwischenspeichern und wir gehen los. Sohos. Oh, ein Sichlor, ein Sichlor. Oh, Schild, Schild, Schild. Oha. Du kommst nicht in das Safe aus. Das kannst du vergessen. Und da ist noch ein Blutzuck. Was wir auch... Ach nee, können wir gar nicht platt machen. Okay. Ich dachte, wir könnten es jetzt schon platt machen, aber okay. Ja, komm her. Batsch, batsch, batsch. Jawoll. Okay, da sind wieder ein bisschen... mehrere. Komisch, jetzt sind sehr viele Sichlors aber auch, ne? Ah. Warum müssen die immer gleichzeitig auf ein... Oh, das hat aber gesessen. Das hat aber gesessen. Das war ordentlich. Aber welches Rasthaus am Gewässer? Ich kann mir schon denken, wo... Nämlich hier unten, da konnten wir nämlich vorher nicht hin, ne? Richtig? Ja, richtig, okay. Ah, nee, doch, nee, hier ist die Falltür, aber hä? Am Gewässer? Ich schaue erstmal hier überall nach, wo hier noch Zombies sind oder eventuell sein könnten, weil mir ist es wirklich lieber, wenn wir hier aufgeräumt haben und hier keine mehr rumlaufen. Und wir haben ja noch zwei Tränke, von daher, wir sind eigentlich recht safe. Und wir sind gleich schon wieder bei 30 Minuten, Leute. Das heißt, der Part ist gleich schon wieder tatsächlich rum. Hä? Hä, aber, hä? Bin ich jetzt irgendwie gerade total gaga auf dem falschen Weg? Hä, ich hab doch jetzt... Ich war doch überall. Achso, hier war das, genau, hier war's. Und warum ist der schon wieder so... So, jetzt aber.
Ah, sind schon wieder Pokémon mit Fernkampfattacken. Ich liebe das ja, diese Pokémon mit Fernkampfattacken, ne? Ich liebe es, wirklich. Es macht einfach riesig Spaß, immer diese Fernkampfattacken-Pokémon zu haben. Ich liebe es, so wie McDonald's. Ba, 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 ba. Ich liebe es. Und ich liebe das Muschas, was da oben ist, was ich jetzt erledigen muss. Da, 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 da. Jo, hier sind noch sehr viele überlebende Leute, siehst du wohl. Hier sind doch richtig viele Überlebende und wir finden einen Trank. Im Mülleimer ist leider nichts mehr, okay. Ja, da drin gab es keine Überlebenden, Milo. Wir sollten dem Parkranger Bescheid sagen. Ja, und da ist natürlich wieder ein Sichlor. Ja. Jawohl. Sichlor Ahoi. Eins nach den anderen. Ist das nicht wunderbar? Ach, komm jetzt, Mann. Ach, Junge. Siehst du wohl, so geht das. So. Sind hier noch wieder ein paar gespawnt? Wir könnten ja auch noch mal gucken, ob wir hier lang können. Ja, können wir. Ja, sind tatsächlich auch noch welche. Das Blutzug, das werden wir auch mal erlösen. Ich würde mal sagen, wir sind einfach mal so frei, ne? Wir lassen hier nichts, nichts, nichts bleibt hier am Leben. Gar nichts. Wir räumen auf. Ist das ein Dodo? Was auf, was irgendwie voll auf Speed ist? Lol, okay. Alter, Alter, übertreib nicht. Übertreib nicht, Dodo. Das ist nicht fein, wenn du über... Ja, klar, natürlich geht es daneben. Alles klar. So. Das hat das Dodo jetzt davon. Wir räumen alles aus. Wir räumen alles aus. Ja, dann würde ich auch mal sagen, Leute, wir machen hier in diesem Haus einen Cut, weil wir sind ja schon über 30 Minuten. Okay, Leute, ich hoffe, der Part hat euch wieder Spaß gemacht. Und ich würde einfach mal sagen, das war's für heute dann. Wir machen Cut. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was zu tun ist. Und da würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Part von Aurora, der natürlich auch wieder über 30 Minuten gehen wird. Da würde ich euch sagen, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend, noch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Ciao, ciao. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Carlos. Bis dann. Tschö, tschö.